Mein erster Anrufer heute Nacht heißt Fabian. Fabian ist 29. Hallo Fabian. Hallo Domian. Fabian, weswegen rufst du an? Also, ich onaniere in der Öffentlichkeit. Du, also das, ja. Du onanierst in der Öffentlichkeit? Ja, also du bist ein Exhibitionist. Nicht Exhibitionist. Ich onaniere in Bus und Bahn, aber nicht so, dass man mich sieht. Achso, du willst also gar nicht, dass man dich dabei entdeckt. Genau. Warum machst du das denn? Weil das für mich, es erregt mich, wenn ich Leute sehe und onaniere und die nicht wissen, was ich tue. Was wäre denn in dem Moment, wenn jemand dich erwischt und sieht, dass du onanierst? Das weiß ich nicht, das kann ich schlecht sagen, weil es mir noch nicht passiert ist. Ja. Aber wenn mich jemand ansieht, dann habe ich schon ein schlechtes Gefühl und schäme mich dann dafür, was ich mache. Mhm. Wie lange machst du das schon? Ich mache das jetzt regelmäßig seit knapp einem Jahr. Und davor habe ich es schon mal ausprobiert und habe halt dann gemerkt, dass ich dazu neige. Also, dass das mich erregt. Mhm. Bist du schon mal erwischt worden? Bis jetzt noch nicht. Das habe ich dann auch daraus geschlossen, was du gerade gesagt hast, ja. Ja. Wie oft, du sagst ein gutes Jahr ungefähr, wie oft machst du das? Also so gut wie täglich. Täglich? Ja. Und es passiert immer im Bus oder in der Bahn? Ja, also ich suche mir dann gezielt Busse aus, in denen nicht viele Menschen drin sind. Mhm. Wir stellen uns das mal vor. Es sind nicht, du steigst in einen Bus ein, der ist relativ leer. Du gehst, denken wir uns mal, ganz nach hinten. Genau. Setz dich hin. So, wie funktioniert das dann? Dann schaue ich erstmal, wer sitzt in dem Bus. Mhm. Und dann, wenn jemand da ist, der mir gefällt, eine Frau, dann greife ich mir halt in die Hose und fange an, in der Hose zu onanieren. Mhm. Bis zum Schluss? Ja, bis ich ejakuliere. Ja. Genau. Seit einem Jahr machst du das erst. Und vorher hattest du diese Sehnsucht weniger? Was heißt weniger? Ich habe gemerkt, dass so etwas mich erregt. Davor gar nicht. Mhm. Und dann habe ich halt gemerkt, beim Bus- oder Bahnfahren, dass ich mir halt öfter in den Schritt greife und dass es mich erregt, wenn ich sehe, wie die Leute da sitzen. Mhm. Ja. Onanierst du denn für dich alleine zu Hause auch noch? Nein. Nein? Das nicht. Nein. Also es konzentriert sich alles auf dieses in der Öffentlichkeit. Genau. Und dann immer mit dem Thrill, nicht entdeckt zu werden. Ganz genau, ja. Wie findest du selbst das denn, dass du das tust? Also im Nachhinein, wenn ich dann den Bus verlasse, dann schäme ich mich dafür. Mhm. Und denke mir eigentlich, dass ich das nicht wieder machen möchte. Mhm. Aber ich tue es trotzdem immer wieder. Mhm. Hast du eine Beziehung, eine Freundin? Nein, schon seit über 6 Jahren nicht mehr. Seit über 6 Jahren nicht mehr? Ja. Wie erklärst du dir das? Die damalige Beziehung ist in die Brüche gegangen. Mhm. Und hatte seitdem immer mal wieder was mit Frauen zu tun, aber nichts Ernsthaftes. Mhm. Ja, und dann kam halt das mit meiner Neigung. Ja, das kam ja erst vor einem Jahr. Ja, mhm. Aber davor war auch mit Frauen eher gar nichts. Mhm. Also klar, ich habe versucht, Kontakt aufzubauen, aber habe es nicht wirklich geschafft. Ja. Und jetzt im Moment habe ich Angst davor, einfach Kontakt zu Frauen zu
zu aufzubauen. Aus der Angst, dass sie sich von mir distanzieren, wenn ich ihnen von meiner Neigung erzähle. Wenn sie es herausfinden. Dafür schäme ich mich. Was man ja auch verstehen könnte, dann. Dass die sich, dass die geschockiert werden, die Frauen. Genau. Neben der, sagen wir mal, geschmäcklerischen oder moralischen Seite von der ganzen Angelegenheit, gibt es ja auch eine juristische. Ja. Das heißt, du schrammst immer so haarscharf an einer Anzeige vorbei. Nämlich, wenn man dich erwischt, dann hast du eine Anzeige an der Hals wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ja. Und kommst auch da mit dem, Gesetz in Konflikt. Ja. Ja. Was hast du denn, also du sagst, du schämst dich dafür und eigentlich sagst du, findest du dieses Verhalten auch nicht in Ordnung? Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ja. Was hast du denn dagegen schon versucht zu unternehmen? Also ich habe versucht, also ich kaufe mir immer eine Monatskarte, ist das, um halt meiner Neigung nachzugehen und habe dann schon mir keine Karte gekauft, damit ich eben nicht Bus und Bahn fahren kann, bin dann aber, weil ich es nicht geschafft habe, bin dann einfach so gefahren, ohne Karte, und habe auch versucht, Busse und Bahnen zu meiden, was aber natürlich extrem schwierig ist. Ja. Könntest du das denn auch machen, beispielsweise, an einer Bushaltestelle oder in einer U-Bahn-Haltestelle? Ging das da auch oder muss es dann wirklich in der Bahn oder im Bus sein? Nein, also an Bushaltestellen, weil da ist das Risiko, also das empfinde ich, dass dort das Risiko auch größer ist für mich, erkannt zu werden. Mhm. Es ist auch immer damit verbunden, dass du dir eine Person, dann in dem Fall eine Frau, ausguckst, die du toll findest und dann quasi auf sie onanierst. Genau. Ja. Das ist wie ein Suchtverhalten, ne? Ja. Es ist wie ein Suchtverhalten und es ist wie ein absolut zwanghaftes Verhalten, was du da an den Tag legst. Du siehst ein, dass es nicht in Ordnung ist. Du schämst dich dafür. Du hast sogar Angst davor, dass du erwischt wirst und in Konflikt mit dem Gesetz kommst und du kannst es dennoch nicht ändern. Ja. Was machst du denn so sonst im Leben? Also ich bin arbeitslos. Ja, wie lange schon? Ich bin jetzt 4 Jahre arbeitslos. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich war Tischler. Tischler, schöner Beruf. Ja. Ich habe den Realschulabschluss gemacht und habe dann eine Ausbildung zum Tischler abgeschlossen. Ja. Und habe dann in einer Tischlerei gearbeitet, wo ich leider entlassen wurde. Wenn ich zu dir sage oder wenn ich dich frage, bist du ein unglücklicher Mensch? Was würdest du mir antworten? Also, soweit bin ich eigentlich glücklich, nur dass ich meine Neigung nicht in den Griff bekomme. Mhm. Fühlst du dich einsam? Ja. Hast du Freunde? Also, ich habe sehr, sehr selten Kontakt zu anderen Menschen. Also, ich habe schon Bekannte, mit denen ich auch was unternehme ab und zu. Aber nicht so einen ganz engen besten Freund hast du nicht? Nein. Wie ist es mit Familie? Hast du Kontakt zu deinen Eltern, Geschwistern? Ich habe keine Geschwister. Und zu meinen Eltern habe ich auch eher unregelmäßig Kontakt, weil sie etwas weiter weg wohnen. Ja. Und wenn, dann nur telefonieren. Klingt für mich schon so, wie du das erzählst, als ein wirklich sehr einsames Leben. Ja. Und dazu kommt dann diese merkwürdige, bizarre Verhaltensweise, die du an den Tag legst. Ja. Da ist doch sicher auch die Sehnsucht, sich mal wieder zu verlieben und natürlich. Eine Beziehung zu finden und so weiter. Aber du hast das gerade ja schon begründet, dass du Angst hast. Ja, ich habe Angst, dass man mich abweisen könnte aufgrund meiner Neigung. Wer weiß das denn überhaupt? Jetzt hast du es mir erzählt. Wer weiß das denn? Also ich habe nur mit noch niemandem darüber gesprochen. Noch niemandem? Ja. Mhm. Also Fabian, ich finde es erstmal gut, dass du den Mut gefasst hast, hier anzurufen.
Gehört ja auch etwas Mut dazu, weil das ist ja schon eine schäbige Angelegenheit und viele rümpfen die Nase und werden denken, was ist denn das für eine Sau? Ne? So denken die meisten ja. Ja. Ich habe das aber jetzt, glaube ich, so verstanden bei dir, dass das wirklich nicht irgendeine perverse sexuelle Neigung ist, sondern das ist eine Zwangsstörung, die du hast. Und ich würde dir dringend, sehr dringend eine Psychotherapie empfehlen. Ja. Wie man das macht, wo man das macht, welche Art der Therapie für diese Störung am besten wäre, das wird dir jetzt meine Psychologin erklären. Ja. Und ich rate dir wirklich dringend, das dann auch anzugehen. Denn nur so hast du eine Chance, wieder ein relativ normales Leben zu führen. Ja, okay. Zumal jede Zwangserkrankung hat auch eine Ursache. Und wer weiß, auf welche Dinge du da stößt in deinem Leben, auch aus ferneren Tagen, die dir schwer zu schaffen machen und die sich jetzt durch dieses seltsame Verhalten Luft machen. Ja. Ja? So, ja. Fabian, jetzt legst du auf und du wirst von Elke, meiner Psychologin, zurückgerufen. Ja, okay. Und ich danke dir, dann könnt ihr alles in Ruhe gleich besprechen. Okay, danke schön. Fabian, mach's gut. Tschüss.